Tonix. Alter. Na komm, brauchen wir ja. Was war das jetzt eigentlich? War das hier PvP? Das ja, war nicht du hast andere Spieler, aber ist die Frage, ob du angegriffen wirst, ne? Okay. Ja, dadurch, dass wir ja auf diesem Server hier Roleplay herrscht, glaube ich eher weniger das, was mit Angriffen kommt. Oho! War ich wiederum begrüße. Ja. Der ist mal richtig aufgeplatzt. Der Elch. Okay. Wie bauen wir eigentlich? Reicht 8x8? Für was? Als Haus, als Boden. Oder lieber 10x10. Ich weiß ja nicht, wie groß du es insgesamt machen willst dann mit der Zeit. Ja, also ich wollte halt da die Gebäude rein... Ach, die Gebäude. Die Werkzeugsachen reinsetzen, wie Workbench, Schneiderei, ich weiß gar nicht, was da noch alles ist. Hm. Wollte halt ins Haus setzen, aber man kann jetzt nur ein zweites Stockwerk drüber setzen. Ja, dann, wenn du sagst 10x10 und dann zweites Stockwerk, dann soll es gehen. Bist du eigentlich inzwischen mal angekommen hier beim Eisengebiet? Oder soll ich das Plug sammeln? Na, ich muss mich gerade selber noch orientieren hier. Irgendwann komme ich da an. Irgendwann, okay. Hast du es geschafft, den Hirsch zu erledigen? Ja, der ist aufgeplatzt. Wie viele Knochen hast du denn? Knochen habe ich dadurch bekommen. Mehr. Leder. Fett. Exekutana. Boom, okay. Wo habe ich's? Sticks. Flux. Ich habe überhaupt keine bekommen. Stone. Iron. Geel. Ich 10 pro, ich brauche 80. Ich glaube, ich habe keine Knochen dadurch bekommen. Okay. Schade. Also du kriegst nicht jedes Mal welche, wäre halt jetzt nur cool gewesen. Oh. So, ich brauche 1600 Holz. Viel Spaß beim Sammeln. Geschweige denn das Holz für 4 Betten. Ach, wir brauchen irgendwie ein Lagerfeuer. Kann man das auch craften? Lagerfeuer, ja, das würde ich dann direkt vor die Haustür setzen. War nicht Lagerfeuer das, wo dann zur Kochstelle wird und dann zum Ofen? Genau, das würde ich halt direkt also rechts neben die Haustür setzen. Campfire, was brauchst du? Ansonsten zweiten links Wood? Daneben. Hast du dafür genug Wood? Ich hätte halt noch 500. Wenn nicht, crafte ich das direkt. Kann ich jetzt auch machen. Also ich brauche gerade 1600 Holz für den scheiß Boden. Wir gar nicht wissen, wie viel du dann nachher brauchst für Stein. Ja, deshalb sammelt ihr. Habe ich das Stein sammeln ja auch abgegeben. Ach so. War ja klar. Ich sammle jetzt einfach mal ein bisschen Flachs hier. Ist man eigentlich ein böser Spieler, wenn man die Lebenhose anderer Leute abreißt? Ja. Okay. Würde ich auch vielleicht auf dem Warplay-Server nicht machen. Nicht, dass du noch rausgeschmissen wirst mit dem Bann, wenn du einen neuen Server machen musst. Dann gehe ich mal weiter. Warum sammle ich eigentlich nicht mit der mit der Holzachse? Ich sammle gerade die ganze Zeit mit dieser scheiß Waffe. Ich glaube, dieses Gerät hier soll ein Hühnchen sein. Ernsthaft? Aber für mich sind sehen halt hauptsächlich Federn, das ist nicht so... Steine, geil. Die man abbauen kann, sehen ungefähr so aus wie die Iron Brocken da, ne? Ungefähr, bloß so ein bisschen heller, fetter. Nicht ganz so hoch. Wo steckst du gerade? Gute Frage. Ich bin dem Reh hinterher gerannt. Ja, ich dachte mir gerade, du fängst an von Eisen zu reden, dann wirst du vielleicht irgendwo in der Nähe vom Eisen sein. Ich weiß aber, beim letzten Mal, da bin ich im Rehenteil gerannt und das hüpft einfach ins Wasser, in den See, ins Meer und läuft dann auf dem Boden vom Meer weiter. Ja, ah, so war das klar. Eben auch. Sierra, wie viel Holz hast du? Ich habe... Ist denn Eisen hier? 1300. Ja, tatsächlich. Das kannst du das mal geben? Ja, kann ich das einfach rausschmeißen? Ja.
Perfekt. Sonst noch jemand? Das sollte jetzt erstmal reichen. Ich brauche nämlich 1100 Blöcke. Achso. Dann habe ich den Boden nämlich schon zusammen. Merci. Fuck. Ach, da wäre die Workbench. Ich suche die jedes Mal. Wird wohl Zeit, dass wir eine eigene haben, hä? Ja gut, aber dafür wollen wir erstmal den Boden. So, ich habe 20 Stück. Ich brauche 10 mal 10, also 100, das heißt 80. Sieg ist gerade wieder ultra laut. Oh, dauert nur 1,3 Minuten. Das geht. Die Leute sehen bei mir nur, wie ich Steine klopfe. Ich bin doch nicht im Knast. Ich klopfe Eisen. Stück. Wie ein Weltmeister. Ja, ich habe jetzt wie viel? 1600 Steine habe ich schon. Boah. Wir brauchen auf jeden Fall eine Workbench. Also wir brauchen eventuell sogar zwei Workbenches dann. Ja, das auf jeden Fall. Was macht das Lagerfeuer? Ist fertig. Ja, ist im Inventar. Perfekt. Brauchen wir eigentlich Betten? Überlege ich gerade. Betten sind, wenn du irgendwann stirbst, dass du dort spawnst. Wenn ich das wäre sinnvoll. Okay. Ich sterbe sehr gerne in solchen Spielen. Schon gut zu wissen. Die Sonnenanbeter. Halli. Bei mir in der Nähe? Kann sein. Da war ich nämlich gerade in der Nähe von denen. Warte mal, das sind doch die hier, oder? Okay. Ja, ich sehe da hinten auch so eine Gestalt rumrennen. Ich? Ach, hi. Ich hüpfe? Hab eine Fackel? Nein. Hallo. Schade. Hallo. Aussichtsturm mit der Spitzhacke in der Hand, die auf dich zuläuft. Das bin ich. Also ich bin jetzt wieder in dem Wassergebiet. Like a Ninja. Flux. Was habe ich hier? Ich habe Öl gefunden. Oh, ich sollte was trinken. Herr Öl. Ja, also schau mal, Sarah. Wo bist du jetzt hin? Kann man das denn jetzt schon gebrauchen? Da. Also, Öl. Hier diese Fläche. Ja. Da findest du einiges an Flachs. Okay, ja, so ein paar Pflänzchen habe ich jetzt mittlerweile gesammelt. Oh, aber da brauchen wir halt mit der Zeit schon noch ein bisschen was. Ja. Also allein für die Rüstung brauchst du schon irgendwie 60 Flachs oder mehr. Deswegen kann er ja mal ein bisschen Flachs sammeln. Ich mache hier meine Knastarbeit. Oh, es hackt schneller. Ich baue uns jetzt mal die Grundbase auf, heißt Boden und eine Workbench rein. Ja. Dann könnt ihr dann, wie gesagt, Steinwände drum bauen und der Ofen kommt dann vor draußen links und rechts neben die Tür. Mhm. Sag mal, ist das nicht hier, wo wir bauen wollen? Habt ihr schon irgendwas gebaut? Nee, ne? Ich fange jetzt an. Ich fange jetzt gleich an. Ich muss gerade gucken, bis wo es geconquert ist. Fangen wir mal an. Bis ich euch wiederfinde. Dauert 2 Jahre. Oh, das ist die Seuchenstadt. Ach ja. Ja. Aber hier gibt's ganz viel Flachs. Ich renne einfach mal rum. Ja. Wenn ich sterbe... Schön einsammeln. Syllabine. Genau. Hey, Perfektes Lied bei dir, ja. Oh ja. Würde ich sagen. Was hat denn da für ein Viech? Wow, es greift mich an. Hm. Was ist das denn? Komische Zombies oder was? Da Viecher, die angreifen? Ja. Es gibt Zombie-Städte zum Beispiel. Ja, du bist ein bisschen arg nah an die Zombie-Stadt gegangen. Sehe ich gar nicht. Ich renne da schon mal weg. Ja. Ich baue noch einen Tick südlich. Ach, südlicher. Ich baue noch einen Tick vom Hügel runter. Ich lock den mal ein. Dass es einfach flacher ist, aber man sieht das. Ich bin jetzt bei dem Felsen, wo du meintest, der. Ja, ich bin gerade ein. Was soll die Scheiße? Du musst ihn extra auf mich locken, was soll das? Tick das zusammen runter. Sind wir stark. Ach, da hinten ist er. Wenn man den kleinen Hund. Wenn man den treffen würde, den komischen irgendwas. Oh, ja, wo soll denn der? Ja,
Warte, gucken, ob ich einen Boden bauen kann. Das funktioniert leider oft genug nicht. Also der blutet wie Sau, aber umfallen tut er nicht. Oh, ich bin rot. Sollte mal gehen. Nein, geh weg. So, siehst du das Campfeuer? Wo? Nee, gerade noch nicht. Ja, du musst sowieso warten, bis ich einen Umriss jetzt gerade einmal fertig habe. Ja. Wie lange verfolgt einen der Teil denn? Dann kannst du das nämlich vor die. Dann setze ich da noch eine Tür rein, dann kannst du das links und rechts in die Tür setzen. Oh, bei mir hat eben erst die Struktur geladen. Alter, ich hasse das, in den Boden zu bauen. Kommen noch zwei Blöcke. Oder auf der Seite jedenfalls. Das ist jetzt nur der Boden. Ja. Ich tanze, einmal außen rum muss dann halt Stein. Ich krieg das mit dem Scheiß nicht in den Boden rein. Kannst du die ganze Zeit um den herum oder wie? So ungefähr. Damit er mich halt nicht trifft. Aber irgendwie treffe ich ihn auch nicht. Blöderweise. Kann ich irgendeine Waffe craften oder so? Ja, das hier. Ja. Kannst auch so. Scheiße, kannst auch so eine Waffe craften. Ich versuche mir jetzt mal mit dem Schwert hier einen umzauen. Das ist ein Scheiße. Also bei dem letzten Server, wo ich war, bin ich auch durch so eine solchen Stadt gerannt, aber da sind mir keine Zombies entgegengekommen. Ich glaube, ich baue einfach eins über der Erde. Das geht schneller. Ja. Ich hoffe, ich habe nicht. Aua. Bist du jetzt gestorben? Ich nehme jetzt ein paar Hosen an. Tja. Das ist ja wieder eins zu viel. Sarah, ich hoffe, mach du machst einen Schaden. Und alles nur, weil Sarah die gespottet hat. Sarah ist schuld, dass ich gestorben bin. Jawohl. Auf den Schalter auf mich. Ich dachte schon, ich sterbe als erstes. Nein. Der geht auch nicht kaputt. Nee, nicht, ich glaube, ich stehe als nächstes hier. Ich müsste mal das Kämpfer hinbauen, um ein bisschen Fleisch zu machen, weil ich bin am Verhungern. Oh, ich kann dir noch Karotten hinlegen. Ja, ja. Guck halt auch auf jeden Fall, dass du erstmal Felder anbaust. Aber die Felder kann ich auch gleich sonst machen. Noch, danach. Ja, Hauptsache, dass wir dann genug Essen produzieren können. Standbild, du bist zwar schön, aber ich mag dich trotzdem nicht. Ich will mich gerne weiter bewegen. Danke. Ja, das ist leider ein bisschen in der Luft, aber das geht echt bei Rain of Kings nicht anders. So. Da ist die Ebene wieder. Dann hoffe ich mal, dass wir bald mal Betten haben. Damit ich nicht unbedingt am Strand spawne. Also das nächste, was ich jetzt bauen werde, ist, sind Betten tatsächlich. Also erstmal eine Workbench fehlt bei uns drin. Mhm. Dann baue ich die Betten. Dann haben wir schon die Grundsachen. Ja. Dann fange ich danach an mit dem Anbau von Pflanzen. Mhm. Das ist doch ein Ding. Sarah, wie sieht's aus? Ich stehe hier rum und solchen Viecher sehen wir weg. Ich weiß es auch nicht, wohin das ist. Ich stehe rum und bin unproduktiv. Aber ach doch, da rennt er rum. Ich bin jetzt gleich fertig. Ah, da ist er. Aber dein Beute liegt hier rum, also. Oh. So, jetzt kommt hier noch die Tür rein, dann habe ich's. Okay. Zack. Zack. Ich gehe erstmal mein Zeug holen. So, wo bist du? Wer? Du? Das ist Snogo? Achso, ich bin hier. Genau, also hier vorne käme jetzt noch eine Treppe hin, damit man hier hochgehen kann. Da würde ich sagen, rechts und links jeweils ein Lagerfeuer, das wir dann später zu einem Ofen ausbauen. Aha, interessant. Hätten wir schon mal eins. Na dann. Kann man das schon bedienen? Ich will aber wirklich mein Zeug holen. Was machst du denn da gerade? Ich bete dir. Das hat sich gehört.
Ich bete für die Flammen. Das Ding muss doch auch angehen. Kannst du das so einen Ticken nach rechts setzen irgendwie? Das, ich weiß nicht, ob das mit der Stufe passt. Brauche ich mich jetzt erst wieder Holz, ne? Hold correct. I? Dann brauche ich jetzt wieder Holz. So, und wir haben zwar keine Knochen, ne? Leider noch nicht. Nee. Ja, ich kann ja gleich mal gucken, dass ich welche besorge. Wenn ich ihn hochsehe, ich habe 45 Javelins. Wenn ich ihn hochsehe, ist der auch. Ja, der die ist Frage ist eher, ob du triffst. Das Schafe sind einfacher, gebe ich zu. So, wer steht denn hier bei Sonnenanbeter herum? Bist du das, Terra? Ja. Hi. Ich habe ehrenhaft deinen Beutel verteidigt. Gegen. Nur Flachsfutter diese... hat Und da rennt er wieder hinterher. Ich würde euch bitten, Aua. Wenn ihr euer Flachs auf dem Weg seht, immer einzusammeln, weil eventuell man das später nicht suchen muss. Mühsam. Warum muss eigentlich das Mistvieh schon wieder auf mich losgehen? Kann mir das mal weiß er nicht, der greift doch nur dich an, obwohl ich ihn hau. Perfekt. Ja, ich glaube, es stirbt. Ja, endlich. Wir haben ihn platt. Blut ihn. Er hatte einen Knochen. Oh, Scheiße. Komm ich hier hoch? So ein Scheiß. Kann man das Fleisch nicht braten? Ein Schwert macht mehr Schaden. Ganz toll. Willst du einen Knochen durchhaben? Ach, 5 Minuten dauert das. So. Ich hab das mein Zeug wieder. Jawohl. Ja, ich brauche gerade 1 Minute, um eine Workbench zu craften. Ja, das dauert. Es dauert 5 Minuten, um Fleisch zu braten. Ist das jetzt echt? Ja, es dauert immer eine Weile. Ich, scheiße. Je nachdem, wie viel Fleisch du hast. Und was so, du hast. Ich habe leider etwas verrechnet, was mir gerade einfällt. Ja. Da drum muss noch ein Block mit Stein als Wand. Oh. Das heißt, du musst damit nochmal. Nimm so Not, ich würde sagen, setz es einfach mal auf die Höhe von der Fackel. Beziehungsweise ich setze. Von der Fahne, ja. Beziehungsweise ich versetze die auch nochmal, wenn ich jetzt kann. Ja, sammel die ein. Habe ich nämlich gerade nicht dran gedacht. Und setz die einfach mal so rechts und links neben die. Neben die Fahne. Ich kann es nicht einsammeln. Ja, ich glaube, das ist, weil da gerade was gebaut wird drin. Ne? Ja, ich habe alles rausgenommen. Wieder... Okay. Kann sein, dass du das auch noch ausmachen musst. Um was geht's denn gerade bei euch? Ich glaube, wir brauchen sowieso 2 Workbenches, ne? Eine reicht da nicht. So, wir haben eine Workbench. Gut. Unsere eigene? Hm. Unglaublich. Sehr praktisch. Ah, jetzt komm, bleib stehen, du blödes Mistvieh. Vielleicht noch einen zweiten. Wieder am besten auch noch direkt ein zweites Campfire. Armory. So. Also auf die Schönheitssachen wie jetzt Blöcke da drunter zu setzen, pfeife ich erstmal. Was? Ich werde mal ein bisschen Holz sammeln und gleichzeitig nach Tieren Ausschau halten. Ja, komm, jetzt triff doch mal. Oh, so direkt so ein Dirthaufen. Lass mal das ganze Holz farmen. Was hast du tatsächlich für dieses Spiel? Dass man die ganze Zeit die Tiere sucht. Es gibt einfach viel zu wenig größere Tiere. Also Hühnchen ja, aber bringt mir nichts. Wie viele Knochen brauchen wir? 10. Wie der Baum einfach nicht umfällt, sondern gerade Stück für Stück nach unten fällt. Also ich habe jetzt 9 Knochen. Oh, ich glaube, hier unten am Strand ist auch nochmal Stein. Ich weiß aber gerade nicht, weil
Nee. Der Crest braucht. Das ja, der natürlich. Wir brauchen Leder und. Oh, wo krieg ich Leder her? Bestimmt nicht von Rehen oder Elchen. Und dann könnt ihr eigentlich schon anfangen, in den Workbenchen, wenn da gerade nichts drin ist, die Steinwände zu craften und die außen rumzusetzen. Weil wir das Teil, was das Gebiet claimt, an eine Wand setzen müssen. Oh, ich weiß. Oh, ich soll mal was trinken und was essen. Ein brutales Spiel hier. Das ist der absolute Wahnsinn. Ne? Mensch, du Hase, bleib jetzt stehen. Mein Gott, wie es schreit. Das ist schon fast weh. Aber nur fast. Normal. Toll, jetzt kann ich da noch nicht mal looten, weil liegt im Stein drin. Mann, Müll. Mensch, läuft da richtig gut hier. Was habe ich mir mit dem Spiel nur angetan? Keine Ahnung. Ah, noch mehr Zombies, geht doch alle weg. Ich renne jetzt weg. Tschüss. Ich hab gesagt, lass die Zombies so einfach Zombies sein. Ich glaube, da kommen sowieso immer weiter welche. Oh, ein Reh. Ihr wisst nicht, wie lange das schon gibt. Boah. 10 Jahre. Keine Ahnung. Okay. Ah, sehr schön. Lederhaut habe ich jetzt auch. Geht wohl ein bisschen in Vergessenheit. Ja. Das ist aber auch nie wirklich groß rausgekommen, deshalb. Ich glaube, Gronkh hat das mal ein bisschen gespielt, aber auch nicht viel. Ich glaube, das war aber auch der Höhepunkt von diesem Spiel. So, jetzt sag mir, dass ich mir diesen Javelins treffe. Aber eigentlich hat sowas ja aber recht viel Potenzial, ne? Wenn du wirklich einen Server hast mit dem König und Pipapo, könnte schon witzig sein. Ja, wir hatten damals tatsächlich einen Server, wo noch, wo der König noch Leute hatte, die, ach, jetzt stirb doch mal, die Leute beschützt haben. Also wenn du angegriffen wurdest, kannst du dann denen schreiben in so einem Chat. Oh, erlegt. Und die sind dazu gekommen, voll bepackt mit Waffen, mit Rüstungen, alles. Und haben dir dann geholfen. Das ist natürlich nicht schlecht. Knochen habe ich. Also das Claim-Teil kann ich jetzt bauen. Okay. Also ich könnte nicht. Mir fehlt ein Knochen dazu. Das heißt, ich bräuchte aber jetzt, also wir bräuchten halt gleich die Steinwände. Ja, ich komme rüber. Ich mache mich auf den Heimweg. Ja, ich versuche auch mal. Ich habe halt jetzt zwei oder dreimal Schafe gejagt, statt Steine abgebaut, deswegen. Ja, kein Problem. Wo läuft denn darum? Da ist jemand nackig. Ist das der Rob? Nein, ich bin stetig angezogen mit meinem drei Kordeln hier. Ich bleib doch mal stehen. Dachtest du mir auch, dass du es bist. I like to move it. So, komm, gehen wir zusammen nach Hause. Du bist noch bei der Base. Weißt, kannst du mal nachgucken bei den Ofen, wie viel wir da brauchen, um die zu upgraden? Also von diesem Lagerfeuer bräuchte ich halt einen Ofen, um Metall zu schmelzen, ja, um beispielsweise eine Eisenspitzhacke und eine Eisenaxt zu bekommen. Ich weiß jetzt nicht. Also das Lagerfeuer wird später der Ofen. Genau. Umwege hier bei dem ganzen Flachs. Ja, sammel du weiter Flachs, ich gehe schon mal nach Hause. Ich finde einfach nichts von dem Zeug. Ja, Flachs ist halt im Ast so weiße Büsche einfach, die stehen ja aber sehr zufällig. Das No-Go. Ist aber hier in der Nähe wirklich nichts. Wo ist noch mal? Ich hab's nochmal alles schon eingesammelt. So. Brauchen wir uns mal eine zweite Workbench. Boah, also wir brauchen 30 Flachs pro Bett. Also im Endeffekt 120, ich habe 45. Okay. Ich weiß gerade nicht, wie viel ich habe. Ich habe 150. Und du könntest ja bei der Gelegenheit schon mal Kisten aufstellen, vielleicht. Wo wir dann einfach alles reintun. Ja, kann ich auch gerne machen. Wie viel kosten die denn? Ach nee, die sehe ich hier gar nicht. Oder? Du brauchst eine bessere Werkbank? 1K Steine gekriegt. Nee, doch Containerskisten.
Ah, ich muss warten, bis ich gecraftet habe, sonst sehe ich das nicht. So. Ich bin fleißig am Steinklopfen. Perfekt. 150 Flachs habe ich hier nicht. 270 Holz und ein Lederhide, um die Workbench abzugraden. So. Also du hast gesagt, du hast den Crest schon gemacht. Was meinst du mit Rest? Crest. Achso, nee. Ich muss jetzt nochmal kurz zurückkommen und das dann bauen. Na super. Aber ich werde den bauen. Ich bräuchte mal ganz dringend Flachs. Ein Snow-Go. Ja. Kann man das eigentlich noch weiter aufbauen als so? Keine Ahnung. Ja, oder? Einmal. Noch kriege ich. Hast du Holz gesammelt? Aber immer nur ein. Ich habe was Holz, ja, wenn du das meinst. Gut, weil... Ich habe fast 500. Ja, das brauchen wir, weil momentan kann ich die Steinwände nicht machen, weil die Workbench noch nicht gut genug ist. Okay. Ich hab auch schon eine zweite Workbench gecraftet. Die habe ich schon im Inventar. Also. Geht Werkzeug irgendwann kaputt? Schon jemand was kaputt gegangen? Nein. Scheinbar nicht. Also bei den Werkzeugen steht auf jeden Fall nichts. So. Scheiße. Ich renne hier in die richtige Richtung. 150 Flachs. Ah ja, okay. Also Leder habe ich. Holz auch. Ich habe aber keine 150 Flachs. Wie viel hast du da? Ich eile. 45. Kannst mal einen Schritt weggehen. Dann brauche ich mich hier noch die zwei. Warte mal. 45. Nee. Ich habe gerade mal. Ich habe selber 86. Also wir bauen uns jetzt in dem halben Brachland da auf, ne? Mhm. Passt das eigentlich mit der Workbench oder können wir jetzt hier keinen Block mehr hinsetzen? Wird das jetzt so eng mit der Workbench, dass sie rausragt? Achso. Holzblock. So wie die jetzt gebaut ist, passt da keine Holzsteinwand hin. Ja, dann muss ich mich nämlich noch abreißen. Ich brauche gerade mal, keine Ahnung, drei Holzblöcke und teste mal ein bisschen. Oder du tust halt einfach den Grundriss 1 höher. Also hier, das passt schon. Okay. Wow. Kannst mal kurz da weggehen, dann setze ich mich immer die zweite hin und gucke, ob es das passt, weil das eigentlich das... Cool. Wichtig ist halt jetzt erstmal, dass wir die Workbench aufbauen. Ja, ich muss... Mensch, da fühlt man sich ja richtig heimisch. Wo bist denn du? Ja. Also sind wir doch bei durchgehenden Aufnahmen. Ja. Ja. Oh, ja. Also Sarah, dann... So, was könnt ihr gebrauchen? Vielleicht macht ihr eigentlich 20 Minuten oder macht ihr eigentlich eine halbe Stunde dann? Das wäre wichtig. Ist das egal? Also von mir aus können wir auch eine halbe Stunde machen. Ja, machen wir eine halbe Stunde, passt das. So, Holz. Ich brauche Flachs. Noch jemand? Stein? Das ist Item, cannot. Achso. Ich hätte noch Zwiebelsamen, Kohle. Also alles, was mit Pflanzen zu tun hat, einfach Triton geben. Ja Flachs bräuchte ich. Genau da müsste ich einmal kurz hinkriegen. Ich habe mir nämlich allen möglichen Kram zusammengeklaut aus irgendwelchen Gegenden. Psst, sag doch sowas nicht. Items played outside the quest can be... Was ist denn mit der Workbench passiert? Alter, so habe ich die aber dann nicht selektiert. Die sieht kaputt aus. Die linke Workbench erstmal nicht abbauen. Die ist gerade beim Upgraden. Ist das aber ein schönes Banner. Gib mir nochmal die Tür. Ah, da passt es, okay. Da kommen nämlich dann hier die Türen. Du musst halt nur bedenken, dass Ding
Die Workbench wird noch ein bisschen größer. Ach so. Ja, aber ich weiß nicht, wie viel größer das hat. Ja, ich mal schauen, vielleicht haben wir ja schon genug Rohstoffe, um sie komplett auszubauen, die eine. Weil die Sache ist, nee, dafür brauchen wir auf jeden Fall Eisen. Die Sache ist, da müssen wir nämlich auch weiter weg vom Brand.